Eine rührende Maschine, schwarze Lederklamotten und jede Menge Staub. Das typische Klischee eines Bikers. Der Ausdruck eines ganz eigenen Lebensgefühls. Das Streben nach Freiheit. Doch was dieser Tage in einer Hütte im Landkreis Rosenheim passiert, entspricht diesem Bild in keinster Weise. Es scheint, als leben die Motorradfreunde hier in einer ganz anderen Welt. Einer ruhigen, friedlichen, besinnlichen Welt. Im Vereinsheim befüllen sie Päckchen mit selbstgemachten Lebkuchen, Äpfeln und Süßigkeiten. Uns gibt es seit 1999 und seit 2003 fahren wir also mit Motorrädern, mit Engerl, mit Weihnachtsmännern, mit Gramperl im Landkreis Rosenheim rum, besuchen wir Kinderheime, Altenheime und verschiedene Weihnachtsmärkte. Und verteilen wir an die alten Leute, Kinder etc. Backerl. Mehr als 10 Nikoläuse, eigentlich Weihnachtsmänner, 5 Engerl und ein Krampus fahren an diesem Tag durch Oberbayern. Die erste Nikolaustour fand 2003 statt. Schon seit 10 Jahren ist sie fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Ob das jetzt ein Roller, ein Motorrad ist, da kann ja jeder mitfahren. Und wir haben eigentlich jedes Jahr irgendwelche Gastfahrer, sag ich jetzt einmal, die sagen, hey gut, ich kaufe mir so ein Gewandl, weil so ein Gewand kostet ja auch 60 Euro. Plus die Zeit. Den fahrenden Nikoläusen sind die Blicke der Rosenheimer trotzdem sicher. Um sich den Motorrad-Nikoläusen anzuschließen, muss man übrigens keine gefährlichen Mutproben bestehen. Ein Motorrad-Nikolaus hat sein Kostüm übrigens mal gewaschen. Seitdem ist es rosa verfärbt und er fährt nur noch als Krampus mit. Denn rosa auf der Maschine sitzen, das geht den Motorradfreunden dann doch zu weit. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.